San Antonio auf Ibiza. Hier testen die studierte Tourismusmanagerin Nina und Assistentin Ina zuerst ein Clubhotel. Ein Clubhotel unterscheidet sich von einem normalen Hotel, in dem es ein größeres Familienangebot bietet, auf jeden Fall Animation hat und ein größeres Sportangebot hat. Das Hotel hat 3 Sterne. Ein Doppelzimmer mit Halbpension kostet stolze 142 Euro pro Nacht. Animationsangebote müssen extra bezahlt werden. Bei solchen Preisen erwarten die Testerinnen jetzt ein top gepflegtes Zimmer. Oh, hier müffelt's richtig. Mhm. Richtig unangenehm. Oh. Nina, erfahrene Testerin von holidaycheck.de, beginnt gleich mit dem Sauberkeitstest. Erstmal das Bett. Was genau ist denn das hier? Blut? Dreck? Waschen hilft. Nicht nur auf der Tagesdecke, auch auf Bettdecke und Laken sind Flecken. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Milbentest. Bei schmutzigen Betten sind Milben nicht weit. Sie können im schlimmsten Fall Asthma auslösen. Ein Testgerät ist für 10 Euro in der Apotheke zu haben. Einmal großflächig über diese Matratze. Lege den hierher. Währenddessen sieht sich Ina im Bad um. Ih, das ist echt ekelhaft. Was ist das denn für ein Siff hier? Also, das ist echt eklig und direkt auch hier die Haare. Auch die Badewanne ist ungepflegt. Kalk, also Putz, haben die das hier überhaupt schon mal geputzt? Grünes Zeug, die zweite. Das Ergebnis des Milbentests alarmierend. Ja, 2 Striche heißt viele Milben, heißt Allergiker haben hier keine ruhige Nacht und wie man ja auch schon am ganzen Zimmer gesehen hat, es wird hier eigentlich überhaupt nicht gereinigt. Dreck, Flecken und Milben überall. Nina und Ina flüchten zum Pool. Das ist ja fürchterlich ekelhaft. Da liegen überall Plastikbecher drin. Ach du Scheiße. Also da würde ich nicht reingehen. Zum Verrecken nicht. Auch der Hotelstrand ist klein, steinig und dreckig. Die Testerinnen haben genug gesehen. Dieses Hotel verdient seine 3 Sterne nicht. Nina und Ina möchten hier nicht bleiben. Sprechen Sie Deutsch? Ich möchte mein Geld zurück. Immerhin, nach einer kurzen Diskussion erstattet ihnen der Manager die 142 Euro. Die beiden machen sich auf den Weg zum nächsten Hotel. Es hat nur 2 Sterne und ist wesentlich günstiger als das erste. 68 Euro für ein Doppelzimmer mit Frühstück. Wow, hier hat man mal Platz. Super. Lass mich kurz nachdenken. 2 Sterne. Ah. Hammer. Ventilator, Klimaanlage. Der Boden glänzt. Spitze. Jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen quasi. Von der riesigen Terrasse aus haben die beiden einen Blick aufs Meer und den Pool. Schau mal, wow, aufs Meer. Gut, das ist der Pool. Wenn jetzt noch die Sauberkeit stimmt, ist das Hotel ein Volltreffer. Nina macht sich ans Werk. Wie sieht es da drunter aus? Auch mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist mal ein sauberes Bett. Trotz sorgfältiger Untersuchung, Hoteltesterin Nina hat nichts zu beanstanden. Zimmer und Bad sind top gepflegt. In diesem 2-Sterne-Hotel wird gründlich geputzt. Ina guckt sich währenddessen die Außenanlage an. Der Pool ist groß und gepflegt. Wenige Meter entfernt ist ein breiter Strand. Da kommt Urlaubsstimmung auf. So. Der Sand fühlt sich echt toll an. Und der ist richtig fein. Die Hoteltesterinnen geben sich an der Rezeption zu erkennen. Wir waren sehr zufrieden. Es war toll. Fast
Fazit unserer Hoteltesterinnen auf Ibiza: Nicht allein auf die Sterne verlassen. Am besten auch Hotelbewertungen aus dem Internet heranziehen oder Freunde und Bekannte nach Empfehlungen fragen. Mehr von Nina und Ina gibt's in Mein Revier. Immer sonntags 20:15 Uhr bei Kabel 1.